So, damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Platz Nummer 4 hier zu den Top 5 der meistbewertesten Strecken für den Lotus-Simulator sind wir heute unterwegs hier auf der Karte Koblenz, die von UFA gebaut wird, aktuell immer noch in Arbeit ist, aktuell noch im Work in Progress. Und ihr seht schon, die Karte ist schon deutlich moderner als Rüblidorf, die wir auf Platz 5 hatten. Denn ihr seht hier zumindest, fallen hier schon mal Autos. Und dementsprechend, wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, was sich mittlerweile seitdem getan hat, seitdem wir das letzte Mal die Karte gefahren haben. Das Ganze natürlich mit einem, IVB Repaint. Das Ganze natürlich auf dem GT6N gehauen und passt wunderbar. Es gibt natürlich ein eigenes Repaint von Citydram. Das kann man natürlich runterladen für den GT6N und auch für die Fahrzeuge von Düsseldorf. Da sind sie natürlich dann auch schon mit bei. Und regelmäßige Events, aktive Community, Lotus und vieles mehr. Wir bewegen Menschen. Interessant. Besucht uns auf Discord drblackerror.de. Ja, also wenn ihr mal ein bisschen mehr davon wissen wollt, dann schaut da gerne mal bei den Jungs vorbei. Die sind ganz dufte. Und wir werden uns jetzt allerdings mal die Karte hier angucken. Ich bin mal gespannt, was so die Updates mittlerweile gebracht haben. Er hat sich nämlich noch drei extra Logos in seinem Ladebildschirm gepackt. Mal gucken. Ja, wenn man dafür die Zeit hat, dann muss die Karte ja großartig sein. So, na dann. Auf. So. So, denn Ziel, was war das? Der Microraser TV, ich muss das echt mal umändern. So, wir werden uns jetzt hier allerdings nicht nach Vorschriften jetzt hier fahren, ja. Denn wir wollen natürlich die Folgen auch immer nicht in Überlänge ziehen. Wir werden, wie gesagt, ganz genau hingucken, was hier so alles so existiert, so an der Strecke. Und ja, natürlich gerne in die Kommentare posten, was ihr so von der Karte haltet. Ob ihr sie natürlich schon gespielt habt oder gesagt habt, nee, ist nicht. Dann, wie gesagt, schreibt es am besten alles mit rein. So, na denn, werden wir mal gucken. Wir sind jetzt starten im Hofgarten Nord. Ich denke mal, wir werden jetzt zum Hauptbahnhof fahren. So, Sie betreten, bitte betreten Sie die Vorfahrt beachten. Alles klar. Sind natürlich hier an der Stelle gut ausgebaut, passen locker zwei Züge rein. So, steht hier. Na, lieber aufs Handy geschaut als am Überweg auf die Ampel, nächster Halt Friedhof. Dein Tod wird nicht kurz und schmerzlos sein. Citybus. Ich glaube, wenn sowas dran stehen würde, dann hätte die Verkehrsgesellschaft ordentlich Ärger. So, sonst natürlich hier auch alles schön ausgestattet. Hier der kleine Kiosk mit dem Kaugummi-Automaten, Schilderchen und alles sowas. Irgendwann sollte das ja auch mal hier hinten weitergehen, ne? Weiß ich gar nicht, ob das da mittlerweile jetzt da mit drin ist oder nicht. Ne, sieht nicht so aus. Ist hier was passiert ist. Genau. Brauchst du Doppeltraktion, Zweifachtraktion, damit du vorwärts und zurückfahren kannst halt. Ja, aber sonst ist hier nichts passiert. An dem anderen Ende. Gut, hier ist auch noch irgendwie was, was dann gerade zugeht. Ja, das letzte Mal zufällig gesehen. Dann. Das ist der Hobbykeller hier. Großartig. Na denn. So, das war natürlich wieder laden. Kontakt hier. Dann sollen wir da vorne mal auf den Knöpfchen drücken. Wo war es jetzt? Ja.
Ah, war ja gar nicht. So wundervoll. Ist auch noch nichts passiert hier. Jetzt kommen wir hier am Betriebshof, auf der rechten Seite. So, Hafenbahn, die Linie 12, hat natürlich eigentlich auch eine eigene FIS, ja, die könnte man natürlich auch benutzen. Und jetzt haben wir mal entschieden, also wann haben die eine Corona-Mod drin? Mund und Nase bedecken. Fällt mir jetzt erst auf. Auf den Bus, ne? Da war mein Weg zu schnell. So ein Kasten, wo man dran rumspielen kann? Nee, ne? Wow. Nee. Kannst du nicht. Jaha, noch ein Fach hin. Grün. Der Fahrt. Ja, wie gesagt, also man merkt schon einen riesen Unterschied halt. Wenn man sich jetzt, wie gesagt, eine Karte anschaut, die halt locker anderthalb Jahre alt ist und sich jetzt hier so eine Karte jetzt hier anschaut, dann sind das natürlich Welten, ja. Hier hast du schon deutlich mehr Objekte, die da die benutzt worden sind, selbst natürlich auch viele selbst erstellte halt. Das macht natürlich nochmal einiges her. Das war ja damals, wie gesagt, mit der Karte Rüblidorf ja noch nicht so. So. Hm.
hier. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Dass wir an die Eisen gehen hier. So, wir kommen am Alex. Tja. Ja, muss aber sagen, hat sich jetzt gefühlt, meiner Meinung nach, nicht jetzt allzu viel getan jetzt. Klar, wie gesagt, die Autos rollen und alles sowas. Also der große Weiterbau sieht man jetzt nicht allzu viel Fortschritt. Aber vielleicht geht es da auch erst wieder weiter, wenn es irgendwas Neues gibt rund um Lotus. Weiß man immer nicht. Oder jetzt auf was Bestimmtes wartet. Vielleicht macht man gerade eigene Objekte oder sowas, um das da halt hinzustellen. Man weiß es nicht. Aber auch wie gesagt, der Hauptbahnhof hat sich auch nicht verändert. Überall diese Schilder hier. Wer es tragen kann. Ja, somit sind wir dann an unserem Endhaltebahnhof hier angekommen, Endhaltestelle. Ja, Also natürlich merkt man halt einen riesen Unterschied zwischen diesen beiden Karten, definitiv. Ja, die eine, wie gesagt, halt aber schon über 1,5 Jahre alt und an der wurde halt natürlich nichts mehr getan. Die Karte hier, die ist halt immer noch in Entwicklung und da wird immer noch dran gebastelt. Aber es ist auch die Karte, die tatsächlich gerade für sogenannte Leitstellenfahrten halt immer noch benutzt wird. Ist natürlich von der Performance her, ist es okay, es liegt nicht weit unten im Niveau. Ja, also dass die Framerate irgendwie mega am Rumzicken ist, wie es daher mit massig an Fahrzeugen zum Beispiel ausschaut oder sowas, das muss ich dann natürlich dann im Praxistest zeigen lassen. Aber so im Großen und Ganzen, ihr habt ja selber gesehen, ne, die Karte ist super, super detailreich gebaut worden. Man versucht natürlich hier auch so das Beste rauszuholen, was jetzt da aktuell, ich sag mal, in Anführungsstrichen in Lotus steckt. Da muss man jetzt auf jeden Fall mal abwarten, wie die Karte jetzt sich weiterentwickelt. Aber so Fortschritt ist halt hier auf der Karte relativ klein. Ja, ich glaube, ich bin sie das letzte Mal, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile hergefahren. Und ich fand halt bis dato hat sich jetzt hier, glaube ich, nicht allzu viel getan. Wie gesagt, aber kann ja auch sein, dass derjenige jetzt auch genug zu tun hat. Ja, vielleicht macht er irgendwelche Fahrzeuge oder hat natürlich ein Privatleben, ja, kommt vor. Und dementsprechend wird natürlich, ja, so das eine oder andere dann wahrscheinlich dann immer so ein bisschen liegen bleiben. Aber so diese Raffinessen, die es halt so auf Rüblidorf gab, so wo man sich zur Not helfen musste, die haben hier so tatsächlich ein bisschen gefehlt. Ja, dass man hier zum Beispiel irgendwelche Laternen oder irgendwie sowas da in den Häusern da reingestellt hat, damit man da so eine Laterne praktisch am Haus dran hat, brauchst du mittlerweile ja nicht mal, wenn du halt genug, also es gibt ja jetzt unzählige Objekte mehr, als wie es am Anfang der Fall war. Und
Der Jufa, der baut natürlich auch seine eigenen Objekte, also sprich, der könnte sowas halt schlicht und einfach selber bauen. Ja, wäre also möglich, ja, aber ich fand halt so, das ist halt einfach so, so interessant, wie man sich damals so ein bisschen so zurechtgefummelt hat, sich irgendwie aushelfen musste halt, ne, und dann halt auf diese Ideen so zu kommen, das Ganze dann dementsprechend so umzusetzen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr so von der Karte Koblenz haltet. Nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion und ja, ob ihr diese Karte zum Beispiel auch empfehlen würdet oder ob ihr sie natürlich selbst schon rauf und runter fahrt, denn wie gesagt, einfach unten alles mit reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das ist auf jeden Fall Platz 4 der meist positiv bewertetesten Karten, die es jetzt aktuell hier in Steam gibt, im Steam Workshop. Und dementsprechend werden wir uns im nächsten Platz, den im nächsten Part Platz 3 angucken. So sollte das Ganze ausschauen. Und dementsprechend, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.